Willkommen bei unserer mobilen Community Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier sind Sie richtig, wenn Sie nach Impulsen für Ihr Leben suchen. Botschafter mit Sinn ist auch heute wieder Heino Masemann, der Lebensfragenpastor. Viva la vida, es lebe das Leben. Freu dich dran und nimm dein Glück wahr. Das ist das Thema heute. Glück wahrnehmen. Bei Schützenfesten gab es früher Preise nicht nur für die Erstplatzierten, sondern auch für den, der am häufigsten daneben geschossen hatte. Er bekam ein Ferkel, ein kleines Schwein. Und die anderen spotteten dann, er hat Schwein gehabt. Diese Redewendung hat sich ja im Grunde bei uns verselbstständigt im Laufe der Jahre. Heute bedeutet Schwein gehabt so viel wie, da ist noch mal was gut gegangen. Es hätte um ein Haar anders sein können. Du hast also Glück gehabt. Ganz anders das Sekundenglück, eine Wortschöpfung von Herbert Grönemeyer. Das ist ja ein, fast möchte ich sagen, ein Wortakrobat, ein großartiger Formulierer von Gedanken. Und er meint mit Sekundenglück Momente, ja, die passen, Augenblicke, die mir geschenkt werden, die mich berühren, die mich überwältigen, berauschen. Originalton Grönemeyer: Du denkst, dein Herz schwappt dir über, fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Sekundenglück hat viele Gesichter. Sekundenglück ist nämlich meistens versteckt. Versteckt in alltäglichen Momenten. Also in unerwarteten Begegnungen beispielsweise, in unscheinbar erscheinenden Begegnungen, unbedeutend Erlebnisse, Erfahrungen, die so gewöhnlich sind, ja, dass sie eben unbedeutend erscheinen. Und es eine Herausforderung ist, in ihnen das zu entdecken, was da auch drin steckt eigentlich. Glück. In der Begegnung mit einem Menschen, mit Freunden. Zu entdecken, uns verbindet ja etwas, Vertrauen oder vielleicht sogar Liebe. Wenn ich das entdecke, das ist Glück. Wenn ich mich davon berühren lasse, dass diese Freundschaft eigentlich etwas sehr Besonderes ist. Das Vertrauen, das wir haben. Sekundenglück ist. Wenn ich das wahrnehme, dann schwappt mir das Herz über. Dann fühlst du dich vom Sentiment überwältigt. Sekundenglück, diese Momente, die ich nicht vergessen möchte, weil sie so schön sind. Am liebsten möchte ich sie für ewig behalten. Das kannst du erleben, wenn du manchmal Musik erlebst, hörst in einem Konzert, live. Oder in der Begegnung auch mit Kunst, wenn man eine gewisse Affinität dazu hat. Oder mit Architektur. Das kann dich so berühren, dass du denkst, wow, ich bin überwältigt vom Sentiment. Oder beim Lesen eines außergewöhnlichen Buches. Der Klassiker ist natürlich für solche Glückserfahrungen, ja, der Besuch beim Arzt, der endet mit den Worten, es ist alles gut bei Ihnen. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. In Deutschland werden 1915 Menschen an jedem Tag geboren. Also etwas ganz Gewöhnliches, nichts Besonderes. Aber wenn du eine Beziehung hast, in irgendeiner Weise zu diesem Kind, wenn du irgendwie damit verbunden bist, weil du der Vater bist, die Mutter, Opa, Oma oder weil die Eltern deine Freunde sind, dann ist die Geburt dieses Kindes etwas unendlich Überwältigendes. Sekundenglück. Wenn du das wahrnimmst,
dass da ein neuer Mensch auf die Welt kommt, dann schwappt dir plötzlich das Herz über. Oder ich denke an die Natur, an die Schöpfung. Auch sie ist voller solcher Momente, wenn du am Meeresstrand bist, der Wind und die Wellen, das kann man mit einem Cocktail genießen und sich anschauen, aber vielleicht auch ganz still und staunend, dass das Wasser kommt und geht, Ebbe und Flut, dass da Wind ist, der das Wasser manchmal tosend aufpeitscht. Sekundenglück. Der Schmetterling im Garten, den ich erblicke. Ja, den ich eben erblicke, das ist der Unterschied. Dem ich beim Fliegen zuschaue. Die Sonne, die meine Haut streichelt. Die Landschaft, die in ein besonderes Licht getaucht ist. Der Regenbogen, der Sternenhimmel. Das kann Sekundenglück sein für mich, wenn ich das wahrnehme. Die Bibel spricht davon, dass dahinter der Schöpfer steckt, der Konstrukteur unseres Lebens, und dass er das bewusst schenkt, dass er dich, mich auf diese Weise ja mit Freude beschenken will. Dass wir aus seiner Hand unendliches Glück empfangen sollen. Originalton: Vor dir, Gott, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Freude, Wonne, diese Momente der Freude, der Wonne. Bei der Geburt, im Garten, am Wasser, am Strand. Das ist gemeint, Sekundenglück. Sekundenglück als Gottesmomente, die sich in alltäglichen Momenten verstecken und darum eben ja, wahrgenommen werden müssen. Der Beter des 23. Psalms deutet eigentlich sein ganzes Leben so. Es ist voller Glückserfahrungen. Es mangelt mir an nichts, so fängt er an. Gott ist im Alltag zu mir wie ein guter Hirte für seine Schafe. Er kümmert sich. Originalton: Gott, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Grüne Aue, da kann ich gut leben, frisches Wasser. Da geht es mir gut. Er erquicket meine Seele, also meinen inneren Menschen. Auch darum kümmert er sich. Das sind alte Worte, ja. Aber wenn wir ihre Bedeutung, wenn wir ihr nachspüren, der Bedeutung, dann ist das überwältigend. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er zeigt mir einen Weg im Alltag. Auch das kann eine Glückserfahrung sein. Und dann geht es noch weiter, dann geht es um die Herausforderungen unseres Lebens, also wie beispielsweise Schmerz oder Leid. Und auch da entdeckt der Beter des 23. Psalms Glück, Sekundenglück. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, also auch wenn es bei mir plötzlich zappenduster wird, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Diese Entdeckung: Gottes bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann geht es um den Kampf des Lebens. Wenn ich Widerstände zu überwinden habe, vielleicht auch Menschen, die mir Widerstand leisten. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Also du pflegst mich, du kümmerst dich um mich. Und ich bekomme von dir nicht nur etwas vom Leben, sondern das ganze Leben, alles vom Leben. Und das Glas ist nicht etwas voll, nicht halb voll, sondern ganz voll. Du schenkest mir voll ein. Das ist gemeint. Das ist dieses, ich werde überschwemmt vom Sentiment. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Sterben, Krankheit und Tod. Das sind doch die Feinde, die größten Feinde des Lebens. Und da heißt es zum Schluss dann: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was für eine Erfahrung.
Vielleicht übersehen wir das. Vielleicht übersiehst du das, dass dir eigentlich Gutes und Barmherzigkeit folgt schon dein Leben lang. Und dass du bei Gott, im Hause Gottes bleiben sollst, immer. Nimmst du irgendwie was wahr? Das frage ich mich selbst auch immer wieder. Nehme ich irgendwie wahr, dass mein Leben umgeben ist vom Glück, das der ewige und allmächtige Gott für mich bereitet hat? Ja, Gott ist unfassbar und manchmal auch undenkbar und darum ja auch unglaublich. Aber die Erfahrung ist da, dass er seine Nähe schenkt. Menschen haben das beispielsweise immer wieder erlebt, wenn sie sich Jesus Christus anvertraut haben, damals. Jesus, in dem Gott sich ja enthüllt hat, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Die Bibel erzählt viele Geschichten von Menschen, die Jesus begegnet sind und in dieser Begegnung Sekundenglück erfahren haben. Manche sind heil geworden, am Leib und eigentlich immer an der Seele. Sie haben Vergebung erfahren, Menschen, wo sie die erbeten haben, sind ausgerüstet worden mit neuer Zuversicht und Kraft, das Leben nach vorne zu leben und sich nicht in der Vergangenheit festhalten zu lassen, haben neuen Glauben geschenkt bekommen und Hoffnung und Liebe. Und das ist bis heute so, bis heute. Wenn ich den lebendigen Gott erlebe, ich zitiere nochmal Grönemeyer, du denkst, dein Herz schwappt dir über, fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Gottes Erfahrung, sehr, sehr persönlich. Vor dir ist Freude die Fülle. Wie deutest du dein Leben? Ich habe vor wenigen Tagen eine Trauung gehabt, ein alter Freund, Banker, ganz nüchterner Typ. Wir haben uns vor 20 Jahren beruflich kennengelernt. Er war damals 33, hatte schon einen 5-jährigen Sohn, war nicht verheiratet und hat gesagt, Heino, die Frau gibt es nicht, die ich jemals heiraten würde. Und dann vor 7 Monaten ruft er mich an und sagt, du, ich habe Alina kennengelernt. Alina hat Gott mir geschickt. Ich will sie heiraten. Würdest du mich trauen? Würdest du uns trauen? Na klar, habe ich gesagt. Klar. Aber so ist das eben, wenn ich das Leben auch aus einer anderen Perspektive wahrnehme. Alina hat Gott mir geschickt. Das kann er sagen, das ist sein Empfinden. Was hat Gott dir alles geschickt an Momenten im Leben? Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, Sekundenglück, die Erfahrung der Gottesnähe, des Segens mitten im Alltag, auf viele Weise Fülle. Vor dir ist Freude die Fülle, auf viele Weise verborgen. Aber wenn ich kann, wenn ich will, dann kann ich es wahrnehmen, indem ich mich um die Sekundenglückkiller beispielsweise kümmere. Der Klassiker der Sekundenglückkiller: Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb. Davon sind wir wahrscheinlich alle geprägt, davon werden wir getrieben. Ja, eben getrieben. Und wer getrieben ist, der hat keinen klaren Blick. Wenn ich nicht zur Ruhe komme, dann kann ich im Garten sitzen und sehe trotzdem die Blumen nicht, die dort blühen, die Schmetterlinge, die dort fliegen. Sitze am Strand, aber nehme die Sonne nicht wahr, die meine Haut streichelt, den Wind, der die Wellen bewegt. Es ist nicht leicht, da rauszukommen aus dieser Spirale von Zeitnot und Betriebsamkeit, aber jeder von uns kann es. Das erste ist eine Entscheidung. Ich will das. Und das zweite ist, ich werde das Schritt für Schritt umsetzen und mich nicht mehr treiben lassen von diesem Sekundenglückkiller. Neben den Klassikern gibt es noch die modernen Sekundenglückkiller. Das sind die sozialen Medien. Das ist das
Notebook, das ist das iPad, ich habe das auch alles, ich weiß, wovon ich rede. Wie oft zückst du das? Mehr oder weniger bewusst. Wie oft vielleicht sogar betäubst du dich damit in einer bestimmten Situation? Schielst zumindest darauf und lenkst dann deine Energie in diese Richtung. Du sitzt im Garten und guckst aufs Handy. Du sitzt am Strand. Du bist mit Freunden zusammen. Du sitzt vielleicht sogar mit deiner Familie, mit Menschen, die du liebst, an einem Essenstisch und guckst aufs Handy. Und merkst dann gar nicht, was für ein Glück du gerade hast, weil du mit diesen bestimmten Menschen zusammen bist, weil du an wunderbaren Orten bist. Bei diesen Sekundenglückskillern ist die Lösung ganz, ganz leicht. Handy öfter ausschalten, Handy immer wieder zu Hause lassen. Ja, ich weiß, dann werden die Schritte nicht gezählt von der Fitness-App, aber mal ehrlich, darauf kommt es doch nun wirklich nicht an. Das ist doch nicht das größte Glück. Das größte Glück, das nimmst du vielleicht gerade nicht wahr. Die Menschen, mit denen du zusammenlebst, die Situation, in der du lebst. Glück kommt sprachlich von gelingen und meint, ich empfinde, dass mein Leben gelingt. Und das geschieht, so oft ich Sekundenglück wahrnehme, die gelungenen Momente meines Lebens entdecke. Entdecke, eigentlich fehlt es mir an nichts. Die Weiden meines Lebens sind saftig. Gott lässt mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen und er erfrischt meine Seele. Diese Erfahrung, dieses Glück, dass du das wahrnimmst, das wünsche ich dir sehr. Danke fürs Zuhören. Ich möchte noch beten und wenn du möchtest, dann bete doch mit, indem du dein Herz in die Worte hineinlegst, die ich formuliere. Herr, du ewiger und allmächtiger, du große Liebe hinter unserem Leben, Vater im Himmel. Danke für alle Glücksmomente, Glückserlebnisse, Glückserfahrungen. Ich bitte dich, schenke mir offene Augen dafür. Lass mich erkennen, wo du mich beschenkst, wie du mich beschenkst. Darum bitte ich dich, du guter, lieber Herr. Amen. Schön, dass Sie heute Teil unserer mobilen Community Glaube, Hoffnung, Liebe sind. Wir sind eine übergemeindliche und überkonfessionelle Gemeinschaft von Menschen an unterschiedlichen Orten lebend, die dadurch verbunden sind, dass wir alle nach dem Leben fragen. Dass wir fragen, was ist unsere Bestimmung in dieser Zeit, in der wir leben? Die Bestimmung unseres Lebens. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich uns auch zukünftig anschließen. Beispielsweise, indem Sie den Kanal, auf dem Sie dies gerade sehen, abonnieren. Und auch, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter glaube-hoffnung-liebe.de. Dann wissen Sie immer, was wir gerade vorhaben. Großartig wäre es natürlich auch, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen würden. Sie können uns treffen an jedem ersten und dritten Freitag im Monat. Um 18.30 Uhr feiern wir einen Live-Gottesdienst. Alle Details dazu finden Sie auch auf unserer Seite glaube-hoffnung-liebe.de. Ja, und nicht zuletzt, es wäre schon super, wenn Sie uns sogar finanziell unterstützen können. Wir bekommen keine Kirchensteuermittel und sind auf unsere Freunde angewiesen, die sagen, gut, dass es so etwas auch gibt im Internet und weltweit verfügbar. Wenn Sie sagen, ich möchte das gerne unterstützen, dann spenden Sie an den Landesverein für Innere Mission. Die Adresse wird hier eingeblendet. Und seien Sie gewiss, jeder Euro, den Sie mit der Bestimmung Glaube, Hoffnung, Liebe spenden, kommt dem auch zugute. Bleiben Sie zuversichtlich. Gott ist an unserer Seite.